Seid gegrüßt, meine lieben Brüder und Schwestern, zu Tomb Raider Underworld, Vers 13. Und bezeichnenderweise heißt das Level hier jetzt Unglückstage. Vers 13, Unglückstage. Ist aber das 12. Level. Ist aber mein 13. Video hier, Unglücks. Da bin ich jetzt mal gespannt, einmal auf Fortsetzung gehen. Wir sind jetzt im südlichen Mexiko. Bla, laut der Fotos meines Vaters ist Thors Gürtel in Mittelamerika. Bla, bla. Oh ja. Und wir sollen jetzt. Wir haben hier ein schickes Motorrad. Warte, bremsen. Boah, das ist ein Hinterreifen hier. Warte, absteigen. Ist nochmal Y. Boah, schau das Motorrad an. Wahnsinn. Was ist das für ein Hinterreifen? Hier müssen wir absteigen, oder? Weil da ein Schatz ist, oder? Ein Schatz. Warte. Fahre weiter und halte in dem Durchgang an, um Schatz 1 zu nehmen. In dem Durchgang. Schatz 1. Wo bist du? Schatz 1. Ach komm. Da haben wir angefangen. Bin ich schon. Nee. Da hinten haben wir angefangen. Warte, das will ich jetzt wissen. Also hier ist Flyer. Wahnsinn, nix. Auch kein Schatz. Doch. Nee, da sind wir rausgekommen. Wahnsinn. Halte in dem Durchgang an. Ja, das muss da sein. Hoppla. Wieder mal Kunststücke machen. Halte in dem Durchgang an. Den habe ich aber noch nicht, oder? Nicht, dass ich den wieder ab hier oder so. Komm, Gebietsinfo. 50 Schätze. Ist da noch ein Durchgang? Das ist der nächste. Ah, nee. Gut, Freunde, wir haben ja Zeit. Lara hat keinen Helm auf. Also, das ist der Durchgang, oder? Ah, jetzt, oder? Rechter Trigger... Speicherpunkt. Rechter Trigger ist Bremsen. Jetzt aber. Schatz 1. Oh, nee, ich wollte das andere noch zertrümmern. Was ist denn das andere? Ach, komm. Jetzt mag ich nicht mehr. Und da vorne ist noch was. Da ist aber kein Schatz mehr drin. Da ist ein... Ah! Halte in dem Durchgang an, um Schatz einzunehmen. Dann bretterst du volle Kanne über die Grube. Es wird das da sein. Da steht doch was. Jetzt hoffe ich mal, dass das nicht da vorne schon... Aber da war nichts, oder? Entschuldige. Entschuldige. Durchgang. Das ist doch ein Durchgang. Versteckt sich das wieder? Oder habe ich hier... Habe ich hier keinen... Haben wir hier keinen Schatz? Da komm. Oder ich bin wieder mal blind. Das müsste doch so eine Weise sein. Ja gut, okay. Müssen wir mal mitzählen, ob es dann stimmt mit der Nummerierung. Jetzt müssen wir da drüber brettern. Naja, wir haben ja Zeit, oder? Volle Kanne, Vollgas geben. Jetzt warte, jetzt fahren wir mal zurück. So, jetzt voll. Vollgas. Ah, lenk. Was ist denn das für ein Ding? Ah, das ist auch ein Schatz. Fahre ich weiter zum Tempel. Dann haben wir jetzt zwei, oder, Freunde? Jetzt fahren wir weiter zum Tempel. Ah, warte, ich habe noch was. Wie die jetzt vergessen. Hier kommen jetzt wieder böse. Jetzt müssen wir wieder den One-Shot-Kill machen. Jetzt warte. Ist auf jedem System eingebaut, kannst auf meiner Homepage laraweb.de nachlesen, eingebauter Cheat. Am PC rechte Maustaste gedrückt halten, dann E, leer, E, Q, Shift, Steuerung. Und du hast jetzt so ein Glöckchen im Hintergrund gehört, das heißt, der Cheat wurde erfolgreich eingegeben.
Gut, dann jetzt fahren wir vorsichtig weiter. Was ist uns das für ein Reifen ist da? Das glaubt mir kein Schwein. Wir müssen aber. Oh, genau. Aha. Da müssen wir rauf, genau. Oh weia. Und da kommen jetzt ein paar Büsse. Oder? Und hier sind die Schätze 3 bis 6 verteilt. Oh weia. Kann ich wieder suchen hier. 3 bis 6 verteilt. Ja, ich habe es mal so hingeschrieben, weil ein bisschen Spaß soll ja sein. Ein bisschen suchen. Da kommen jetzt aber gleich welche, oder? Da ist einer. Da müssten doch jetzt noch mal ein paar Büsse kommen, oder? Ich hab gedacht, da kommen ein paar Büsse. 3 bis 6 verteilt. Die sind da hinten irgendwo, oder? Da ist 6 verteilt. Nee. Licht an. Nee. Wo sollen die wieder sein? Da müssen wir dann hinterher raus. Ah? 3, 4, jetzt haben wir 4, oh ne, noch mehr. Da geht es dann nachher raus. 3, 6 verteilt. Da ist nichts. 4, 5, 6, 2 brauchen wir noch. Oh, warte. 5, da war noch einer, oder? 6, jetzt haben wir es. Müll, stimmt das? 3 bis 6 verteilt. Na, wenn wir schon da sind, 3 bis 6 verteilt. Tatsache. Lara steht im Gebüsch. Was hatten die für komische Flecken irgendwie, oder? Keine Ahnung. Na gut, wurscht. Jetzt findet man immer raus hier. Oh nö. Müssen wir zurück. Und jetzt müssen wir den Jaguar-Kopf holen. Der ist da oben in dem Tempel. Da oben. So, da müssen wir da rauf. Hätte gedacht, da kommen Böse. Wir müssen da rauf. Wie machen wir das? Ach komm. So, warte, auf die große Säule, auf die große Säule, dort hinauf und oben links zur Kante am Tempel. Ui. Was ist denn das Ding dann? Oben links zur Kante am Tempel? Ich bin ja an der Wand bis oben hinauf. Und nach oben weiter. Aha. Dann nach links weiter und lasse dich zu dem Eingang hinunter. Nach links weiter und lasse dich zu dem Eingang hinunter. Dann lassen wir mal. Aha. Warte. Da ist aber nichts drin sonst, nee. Da ist aber, warte, ja, da kommt wieder so ein Käse, warte. Müssen wir da an den Haken? Warte, Salz dich ein paar Meter ab. Ja. Aufhören. Hä? Wieso salze ich denn die so weit? Und jetzt müssen wir da reinschwingen, oder? Schwinge nur nach rechts und springe ab, sodass ich Lara schnell hineinschieben kann. Oh, warte, da müssen wir noch ein bisschen seilen, oder? Schnell. Schnell hinein. Und jetzt haben wir das Ding. Boah, so ein riesen Ding. Da sind aber Schätze. Gut, hier war Schatz 7 und der Jagd.
Jaguar-Kopf. Rechts ist ein Minipack. Die ist da, oder? Genau. Oh, und jetzt müssen wir mit dem Mauersprung rauf, oder? Weil ich komme so nicht mehr raus, Freunde. Da ist zu. Jetzt müssen wir hier mit dem Mauersprung rauf. Warte. Oh, hoppla. Ah, au, 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 au. Jetzt höre ich schon was. So, und jetzt müssen wir wieder raus, oder? Hänge dich an die Kante. Ja, hänge dich. Springe rückwärts ab. Da ist so ein Balken, oder? Hoppla. Huhu. Und lasse dich hinunter. Weil sonst ist der Sturz zu tief. Au! Jetzt kommen wir aber schon böse, oder? Wo? Aha. Da ist einer. Du. Ah, nein, nein. Noch. Ah, da. Hab im Sprung erlegt. Schau her. Ich bin tierlieb und alles, aber das ist kein Tier. Das ist ein farbiger Matsch am Bildschirm. Oder? Pixel-Dings da am Bildschirm. So, jetzt haben wir es hier, oder? Bla. Nun geht es die Treppe hinunter in den Tunnel entlang und wieder und weiter. Wir haben 7 Schätze, oder? Freunde, 7 Schätze. Gut, müsste reichen. Sollte ich auf dem Dackel weiterfahren, aber das geht nicht. Und du kannst schon mal üben, du musst nachher Rennen fahren, Zeitrennen. Kannst schon mal üben hier, oder ich sollte das. Jetzt fahren wir da runter, oder? Boah, Glöckchen. Boah, schicke Grafik. Schicker Sound. Üben. Oh, au, au, au. So. Oh, weia. Ich kann mich nur böse erinnern an die Motorradfahrerei. 10.000 Glöckchen. Fahre weiter, bis du einen Tempel siehst. Sehen wir da einen? Oh! Da, hoppla. Da sehen wir einen. Jetzt Obacht passen. Da sind wieder böse. Das höre ich doch. Oh, oh. Da ist ein Böser. Nehmen wir mal alles. Ach komm, da ist ein Böser. Ein Schatz. Oh, oh, da liegt einer, schau. Oh, oh, da liegt einer. Noch einer. Was jetzt? Links oben bei der Mauer liegt Schatz 8, dann gehst du zum Tempel weiter, nimmst das Medipack sowie Schatz 9. Da liegt noch einer. Oh, nee. Den kann man nicht filzen. Medipack und Schatz 9. Und da ist das Level schon wieder zu Ende, Freunde. Da beginnt schon das nächste Level. Oh ne, liegt ein, da liegen ein paar. Und dann rein hier, ducken. So, gehen wir rein. Tempel, nimmst das Videopack, so wie Schatz 9 und watschelst durch den Gang. Ah, jetzt, siehst du, jetzt kommt Video und dann ist schon nächstes Level. Dann machen wir hier Pause dann. Der Maya-Kalender hatte nur 360 Tage. Die übrigen 5 wurden Unglückstage genannt. Mm. Die Maya glaubten, dass sich jedes Jahr während dieser Unglückstage die Tore der Unterwelt öffnen würden. Na, da schon, ja. Mhm. Oh, da müssen wir am Schluss unten rein. Da, gut, ah, hier ist so schickes Gewitter. Xibalba, das ist schon das nächste Level. Xibalba, genau. Boah, schau her. Schicker Himmel und alles. Aber das ist schon das nächste. Da müssen wir da das Kalenderrätsel. Da drüben ist noch ein Kalenderrätsel. Maya-Kalender oder so. Laut Maya-Kalender ist doch vor 3 Jahren die Welt untergegangen, oder? Weil der endet. Der Maya-Kalender ist vor 3 Jahren, glaube ich. Huch, schon wieder. Kontrollpunkt.
Vor 3 Jahren, glaube ich, hat der aufgehört, oder? Der Maya-Kalender geendet. Und deswegen dachten einige hochgebildete Leute, dass dann die Welt natürlich untergeht. Wenn der Kalender zu Ende ist, dann geht die Welt unter. Ist klar, das ist höhere Logik. So viel zu... Naja, das sind auch die Leute, die glauben, dass Außerirdische und was weiß ich, Kornkreise, weißt du, die Außerirdischen, die haben nichts Besseres zu tun, als uns die Felder kreisförmig platt zu trampeln. Was anders haben, die haben sonst keine Hobbys, weißt du. Gut, aber das müssen wir im nächsten Video dann klären mit den Außerirdischen und dem Maya-Kalender und warum die Welt vor 3 Jahren untergegangen ist. Ja, das klären wir im nächsten Video. Okay, danke fürs Zuschauen, weil das ist dann tatsächlich offiziell das nächste Video. Stand ja, sieht bald. Okay, dann tschüss, bis zum nächsten Video.